Hier ein Exkurs zum Bau des Ergänzungsmoduls H0-Abstellung mit Betriebshof der Modellbahnanlage Kleiningen. Das Video ist eine Vertiefung zu Teil 2, Schiebebühne, Digitalisierung und Gleisaufbau. Es kam zustande, weil das Thema Schiebebühne doch aufwendiger war als gedacht. Die Schiebebühne ist der zentrale Teil des Ergänzungsmoduls, um die Abstellung arrangiert ist. Wie bereits in Teil 1 beschrieben, geht es um eine Dreileiteranlage und die Märklin-Schiebebühne 72941. Diese enthält eine manuelle Steuerbox, die durch Digitaldecoder ersetzt werden soll. Im Internet findet man hierzu bereits diverse Informationen und auch Videos, deren Nachbau mir aber nicht ganz gelingen wollte. Die angebotene fertige Steuerplatine von BMB Technik sowie auch das Umbauset für einen leisen Motor von SB Modellbau wollte ich zunächst nicht nutzen. Die wichtigsten Informationen waren der Hinweis auf den Gleichstrommotor des Bühnenschlittens sowie die Funktion der Buchsen. Da an einem vorhandenen Lichttrafo eine 12 Volt Gleichspannung vorhanden war, sollte diese genutzt werden. Befassen wir uns zunächst mit den drei rechten Buchsen mit der Bezeichnung 123 zur Stromversorgung und Steuerung des Bühnenmotors. Die Änderung der Fahrtrichtung erfolgt durch Umpolung der Gleichspannung an den Buchsen 1 und 2. Das Vertauschen der Zuleitungen lässt sich durch einen Schaltdecoder mit Relais realisieren. Bei der Umschaltung tauscht das Relais dabei Plus und Minus der Gleichspannung von Buchse 1 nach Buchse 2. Dabei bewegt sich der Motor, außer an den Endpositionen, zunächst noch nicht. Dies erfolgt erst, wenn durch ein kurzes Verbinden der Buchsen 2 und 3 ein Startimpuls gegeben wird. Dazu muss das unten zu sehende Relais nach kurzer Zeit wieder in den Ausgangszustand zurückversetzt werden. Da das von mir genutzte Steuerprogramm WinDigiPad zumindest in der Version 2015 zwar Tastersymbole, aber keine Tasterfunktion besitzt, setze ich die Digitaladresse durch den Stellwerkswerter nach 500 Millisekunden wieder zurück. Hier nun der Funktionstest. Die Lautstärke des Motorgeräuschs ist durchaus diskutabel. Der linke Schalter für den Fahrtrichtungswechsel schaltet das Relais hörbar um. Der rechte Schalter gibt den Startimpuls und wird nach 500 Millisekunden wieder zurückgesetzt. Zur Realisierung der Rückmeldung werden nun die drei linken Buchsen B1, B2 und 0 betrachtet. Die Buchsen B1 und 0 sind für den Fahrstrom vorgesehen und mit dem Mittelleiter und den Schienenprofilen des Bühnenschlittens verbunden. Für die Rückmeldung der Position des Bühnenschlittens ist werkseitig bereits an jedem Abgangsgleis eine Buchse vorhanden. Durch Schleifkontakte unter der Bühne wird bei Erreichen der jeweiligen Bühnenposition eine Verbindung zwischen der Buchse am Abgangsgleis und der Buchse B2 hergestellt. Wird die Buchse B2 also mit der Buchse 0 verbunden, kann die Bühnenposition erkannt werden. Was fehlt, ist eine Besetztmeldung für den Bühnenschlitten. Um diese zu realisieren, muss am Bühnenschlitten eine kleine Veränderung vorgenommen werden. Dazu wird die Verbindungslasche der beiden Schienenprofile unterhalb der Bühne aufgetrennt. Das obere in der Grafik dargestellte Schienenprofil wird dann mit dem Schleifer B2 verbunden. Hier die Sicht auf die Unterseite des Schlittens mit den bereits vorgenommenen Änderungen. Die Schleiferlasche wurde mit einem Schraubenzieher vom Schienenprofil gelöst und der zusätzliche rote Draht zwischen dem Schienenprofil und dem Schleifer B2 eingelötet. Nun zum Funktionstest. Die Position des Bühnenschlittens wird durch das kleine rote Kästchen links neben dem gelben Abschnitt dargestellt. Obwohl an verschiedenen Stellen wegen des Lichtorgeleffekts vor dem Einsatz von S88-Decodern gewarnt wird, nutze ich diese seit vielen Jahren ohne jegliches Problem und verwende sie nun auch hier. Auch die Rückmeldung aller übrigen Gleise, wie hier für den Abschnitt mit der Lok 39, ist darüber realisiert. Es wird nun eine Fahrstraße vom Gleis auf den Bühnenschlitten gestellt und ausgelöst. Die Belegtmeldung wandert nun auf den Bühnenschlitten. Die Einstellung der Fahrstrecke auf dem Bühnenschlitten ist noch nicht ganz optimal, kann aber nachjustiert werden. Durch Betätigen des Tasters für den Startimpuls wird die Schiebebühne nun um eine Position nach links verschoben. Die Anzeige der Rückmeldung wandert entsprechend zur nächsten Position. Nach nochmaligem Auslösen des Startimpulses wandert sie entsprechend weiter zur nächsten Position.
Hier wird jetzt eine Fahrstraße zurück auf das angrenzende Gleis ausgelöst. Die Rückmeldung wandert vom Bühnenschlitten zum angefahrenen Gleis. Damit ist der Exkurs nun beendet. Weitere Informationen zum Thema Digitalisierung gibt es in Teil 2 zum Bau der H0-Abstellung mit Betriebshof.